Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Hero Zero. Und ich habe mir gedacht, wir werden heute wieder etwas ändern. Und zwar werde ich mal damit anfangen, mein Charakteraussehen wieder zu ändern. Und zwar von der Frau zum Manne, denn das finde ich dann doch viel interessanter. Und wir gucken mal, ja, das sieht schon mal nicht so gut aus. Ich will dann versuchen, wieder den Charakter hinzubekommen, den ich vorher auch hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie er aussah. Auf jeden Fall hat er nicht so ein Hängekinn gehabt. Das keinesweges. Und auch eine andere Frisur, glaube ich. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Noch mal ein bisschen durchgucken hier, was es hier so gibt. Aber ich denke mal, dass ich sowieso einen Helm aufsetze und dann sieht man das sowieso nicht so gut. Aber hier gibt es natürlich schon Friesen. Ne? Das ist natürlich sehr interessant. Nehmen wir mal diese kurze Variante hier. Mal gucken, wie die aussieht. Mit Augen, eieiei, die Chinesenaugen hatte ich auf jeden Fall. So ganz, na, sieht ein bisschen freaky aus. Jawohl, das ist doch mal nice hier. Mit durchgehenden Augenbrauen könnte man natürlich auch machen. Aber nein, werden wir natürlich nicht. Hier sowas ganz Normales behalte ich da mal. Accessoires, nee. Eher nicht so. Den Mund würde ich gerne noch ändern. Und eine dünne Nase, nicht zu breit. Boah, das sieht gut aus. Jawohl. Aber jetzt gefällt mir doch die Frisur nicht so ganz. Die könnten wir eigentlich noch mal... Nee, das sieht mehr so... Nee. Gefällt mir irgendwie alles nicht so ganz. Oha, okay. Nein, nicht die Augen, die wollte ich nicht ändern. Jetzt habe ich mich gerade verklickt. Ja, das gefällt mir auch noch. Das sieht auch sehr gut aus. Und die Hautfarbe, komm mal, ein klein bisschen brauner machen hier. Also es ist mal schon rötlich angebräunt. Das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht ziemlich gelb aus und das ist schon wieder viel zu braun. Könnte man so mit ein bisschen Farbe lassen, würde ich sagen. Wenn wir noch einen Bart machen. Da gibt es leider nicht sehr viel Variante. Aber ich finde... So ein kleiner Bartstumpen hier. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Können wir eigentlich mal so lassen. Wunderbar. Ja, da bin ich wieder ein Mann. Das ist wunderbar. Und jetzt kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, den ich ansprechen will. Und zwar hatte ich ja im letzten Video gesagt, ich will hier mit Ehre raufgehen auf ungefähr 125.000. Was momentan leider gar nicht schaffbar ist. Denn ich habe gemerkt, seit... Sonntag haue ich ja jetzt nonstop die ganze Zeit hier die PvPs und jedes Mal, wenn ich, sage ich mal, auch nur ansatzweise über die 112.000 komme, so sagen wir mal 100 drüber oder wenn überhaupt, wenn es auch gerade grenzt an die 112.000, werde ich runtergehauen wie sonst was. Also da kommen Angriffe rein, das glaubt ihr gar nicht. Das ist der Wahnsinn. Also irgendwie... ist das, denke ich mal, glaube ich, nicht gerade so leicht oder nicht so machbar, auf die 125.000 zu kommen. Denn wenn ich da mal so gucke, wie ich jetzt schon auf Rang 15 bin mit 111.000 und die Leute, die sehen mich ja auch, wenn ich weiter raufsteige und das ist für die natürlich ein gehabtes Fressen, da bin ich natürlich nur Kleinholz und ja, da werde ich zersägt wie sonst was und da habe ich keine Chance. Ich denke mal, ich muss da noch viel, viel stärker werden und da werde ich diese Aufgabe, denke ich mal, noch ansatzweise über Level 300 nochmal versuchen, diese 125.000 zu erreichen, denn hier sind alle durchaus weitaus stärker und besser und wenn die meine Ehre sehen und ich dann hier eingerenkt werde, dann, ja, da haben die leichtes Fressen, weil ich natürlich noch viel, viel leichter bin, runter zu kloppen und da ist es wirklich schwierig. Daher werde ich mich entscheiden, ob ich nicht vielleicht doch wieder mit Ehre runtergehe und dann für nächstes Mal dann wieder die Punkte habe, niedrige Punkte habe, dass ich halt wieder im Wochenturnier mitmachen kann. Dabei, ja, mal gucken, so stressig will ich es mir wieder nicht angehen lassen. Mal gucken, wie es dann läuft. Da könnte ich mal sagen, dass ich jetzt hier noch ein paar Angriffe mache und mich dann entscheide für nächste Woche
vielleicht wieder mit Ehre runterzugehen. Diese Woche nehme ich die 5 Donuts mit, da bringt es ja sowieso nichts, irgendwie sich jetzt auszuziehen. Ja, würde sich schon lohnen für jemand anderen, der mich dann abfahren könnte. Aber da würde ich sagen, das mache ich dann, wenn ich diese 5 Donuts bekommen habe und dann warte ich noch eine Woche. Denn so eilig habe ich es ja auch nicht wieder mit den Donuts, sage ich mal. Hier kann man nochmal den Rocketeel auch nochmal angreifen, hier nochmal ein paar Punkte mitnehmen. Auch wenn es nicht viel bringt momentan, aber es bringt immerhin Gold. Da habe ich auch schon wieder 4 Millionen. Und ja, jetzt haltet euch fest. Und zwar werde ich ja jede Menge Gold jetzt erst einmal sparen. Und zwar, ja, sagen wir mal, wenn nichts Dringendes dazwischen kommt, wenn nicht unbedingt irgendwas geskillt werden muss oder sonst irgendwas Wichtiges für irgendeinen Kampf oder sonstiges, dann werde ich hier erst einmal einen ganzen Monat lang Gold sparen. Und zwar genau 32 Tage, gut, ein Monat und 2 Tage so gesehen. Aus dem Grunde, da ich dann hier sowieso nicht viel ausbauen kann und das Gold sich anhäuft. Und da werde ich dann überlegen, dass ich dann noch sehr viel hier mit reinstecke in den Ausbau und halt auch in die Skillung. Und das Ganze natürlich dann auch schön ausgegeben wird für die ganzen Errungenschaften, die da noch freigeschaltet, diese ganzen Belohnungen, die da noch freigeschaltet werden können, fände ich da schon sehr, sehr toll. Das könnte man dann schon mal alles so weit mitnehmen. Ist jetzt noch lange, lange Zeit hin, bis dorthin. Aber das macht gar nichts, denke ich mal. Ja, und ich denke auch mal, dass ich das ganz gut so weit hinbekomme. So, momentan hier bei den Boostern spiele ich 25, 50, 25. Ja, das wird erstmal so bleiben momentan. Und jetzt gucke ich mal, da mir, also nochmal dazu zu sagen, für den Boostern ist mir momentan nicht so wichtig, ob da jetzt ein bisschen mehr Prozent auf die Reduzierung des Energiebedarfs ist oder weniger. Ich spiele ja sowieso jeden Tag alles runter, soweit. Und ob das jetzt, sage ich mal, ein bisschen mehr Energie zieht oder weniger, da kommt es irgendwie nicht drauf an. Also es kommt vielleicht schon drauf an, dass man mal einen oder einen anderen, ja, Missionen mehr mitnehmen kann, das ist ganz klar, aber ich bin da jetzt nicht mehr ganz so verrückt, da sage ich jetzt mal so, 25% reicht auch und ich habe immer noch jede Menge und so viel zu tun, das ist der Wahnsinn. Also diese ganzen, wie viel sind es genau? 100, 300 Energie müssten es sein, oder bin ich da jetzt, täusche ich mich? Doch, nee, doch, man kann, viermal kann man ja sowieso nochmal erfrischen, doch dann müssten es genau 300 Energie sein. Ja, die nehme ich ja sowieso immer mit und da kommt immer Gutes bei raus. So, wie waren das jetzt hier? Heute keine 22-Uhr-Kämpfe? Das wundert mich aber. Ich dachte, das Blinken würde irgendwie einen Kampf irgendwie anzeigen, aber leider ist es nicht der Fall. Ja, gut. Wochenturnier sieht unverändert aus. Hier 5 Donuts und hier auch 5 Donuts soweit. Ja, dann gibt es hier nicht allzu viel zu sagen. Dann habe ich noch ein anderes neues kleines Projekt hier, was ich starten will. Und zwar will ich, Moment, einmal hier auf Server 14 anfangen. Und zwar jetzt hier wieder zum Manne und dort eine Frau erstellt. Und zwar die Phoenix Remind. Und da möchte ich jetzt einmal kurz zum Held wechseln. Und was war das jetzt für ein Geräusch? Sind hier die Sounds? Oh mein Gott. Erstmal die Sounds ausstellen. Die sind hier wahrscheinlich noch angestellt gewesen. Ja, und hier ist ein neuer Held geboren. Und hier ist so gut wie gar nichts passiert. Und hier möchte ich mal mit euch von ganz vorne anfangen, so gesehen. Und hier gucken wir mal, was hier geschieht. Die Nachbarschaft braucht deine Hilfe, ganz bestimmt. Klicke auf die Missionsübersicht. Ja, dann mache ich das nochmal. Früher ein Vorort, wie aus dem Bilderbuch, haben sich in den letzten Monaten Störenfriede und Irre in Hymdale eingeschlichen. Man munkelt, jemand will die Grundpreise senken. Ja, das ist natürlich eine Schweinerei. Du hast dich entschlossen, in diesem Viertel aufzuräumen und seinen Einstieg Glanz wiederherzustellen. Joa.
Gut, und klicke auf den Stern und starte deine erste Mission. Ja, das werden wir mal machen. Schau dich in die Nachbarschaft nach den Störungen um, die es dort geben soll. Das werde ich mal machen. Das Ganze hier dauert eine Minute. Missiondauer, ja, eine bestimmte Zeit. Mit Donuts kann es verkürzt werden. Wir werden darauf hingewiesen, wir sollen das einfach mal machen. Würde ich jetzt so gesehen niemals machen, einen Donut für eine Minute ausgeben, aber dieses Tutorial, da muss man es leider mal tun. Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast deine erste Heldentat vollbracht. Die gewonnene Erfahrung erlaubt dir, höhere Spielstufen und einen besseren Ruf zu erreichen. Natürlich kommt auch etwas Kleingeld bei rum. Ja, das sehen wir hier schon. 25 Münzen und ich bin eine neue Stufe gestiegen. Wow, ich bin Stufe 2. Und du hast den Fortrang des Rufes als Uschi des Viertels. Alles klar. Du erhältst zwei Fähigkeitspunkte. Das Sortiment im Shop hat sich vergrößert. Na, das hört sich doch sehr, sehr gut an. So, gucken wir mal weiter. Ich habe auch wirklich noch nie dieses Tutorial hatte ich hier, glaube ich, so teils eigentlich, wo ich das angefangen hatte. Ich kannte das Ganze ja so gesehen auch schon aus anderen Spielen wie Shakes and Fidget und noch anderen. Da gibt es ja noch teils noch ein paar andere Spiele. Da habe ich alles so ein bisschen übersprungen und mich da einfach mal schnell durchgeklickt und dann angefangen zu spielen. Und daher dachte ich mir auch, komm, das gönnst du dir einfach noch mal hier so schön süß von ganz vorne anzufangen. Und ja, da bei dem Ganzen euch teilzuhaben. Wer es mag, kann es sich angucken. Wer nicht, dann halt nicht. Nun gut, wir machen mal weiter hier mit der Uschi des Viertels. Super, du hast zwei Fähigkeitspunkte erlangt. Verteile sie jetzt. Ja, mal gucken, wo könnte man denn jetzt gezielt mal drauf loslegen? Am Anfang ist es ja jetzt noch nicht so spannend. Und ich würde sagen, ich werde auf jeden Fall Kraft diesmal weit unten halten, so um die 2000, wenn ich dann irgendwann mal dahin komme. Aber was könnte man denn zuerst jetzt mal aufbessern? Das ist die Frage aller Fragen. Ist eigentlich egal. Wir können eigentlich mal einen auf Intuition machen und hier auf, genau, auf. Mir fällt es gerade nicht ein. Auf Leben, so. Klasse, deine Fähigkeiten haben sich verbessert. Damit stehst du im Kampf nun besser da. Im Übrigen kannst du Fähigkeitspunkte auch direkt für Münzen kaufen. Ja, wer hätte es gedacht? Aber was anderes. Wie siehst du eigentlich aus? Bist du so auf die Straße gelaufen? Nee, natürlich nicht. Kauf dir was zum Anziehen. Ja, das wird auch langsam Zeit. Mann, mit 25 Münzen soll ich mir was kaufen? Na gut, eieiei. Paar Latschen? Na, ich weiß ja nicht. Vielleicht zuerst doch dieser Bademantel. Wäre mir doch sinnvoller. Secondhand Shop. Kleine Heldin ohne Kostüm und Spezialwerkzeug. Zugegeben, dein Look ist verbesserungswürdig. Aber ein Anfang. Angelegte Gegenstände verbessern übrigens auch deine Fähigkeiten. Du solltest hier also regelmäßig vorbeischauen. Kauf doch gerne noch etwas ein. Natürlich, wenn du fertig bist mit dem Einkauf, klicke hier, um dich mit anderen Helden zu messen. Das werde ich tun, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Und diesen Charakter hier möchte ich nochmal dazu sagen, den werde ich natürlich nur immer so, sage ich mal, mit euch zusammen hier großziehen und spielen. Und wer damit teilhaben möchte, kann sich das gerne geben und angucken, wer Spaß dran hat. Ja, und wie gesagt, ich werde es auch wirklich diesen Charakter nur spielen, wenn ich aufnehme. Und ja, das wird vielleicht mal ein bisschen länger dauern, bis der größer wird und bis da mal ein bisschen Action reinkommt. Aber anfangs ist natürlich auch viel Action so gesehen. Das ist ja jetzt auch nicht so ganz ohne. Und ja, da hoffe ich, dass wir dann zusammen ein bisschen Spaß haben, dass hier mal wieder ein bisschen frischer Wind reinkommt, dass man nicht nur immer so gesehen das Gleiche oder immer nur das, ja, wie soll ich sagen, das Gleiche kann man auch nicht sagen, immer so den Main-Charakter sieht, wo teils immer Kämpfe und naja, quasi ist es sonst auch immer alles das Gleiche, aber es ist halt mal was anderes, so einen Charakter von ganz von vorne zu starten und
mit euch zusammen großzuziehen. Ja, also, dann würde ich sagen, belassen wir es erst einmal hier. Ich switche natürlich nochmal rüber auf meinen anderen Charakter. Da will ich nochmal kurz gucken und dann werde ich hier auch offline gehen für heute. Ja, ansonsten wäre es das erst einmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Macht es erst einmal wieder gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.